Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Skyblock. Und heute mal mit einem ganz neuen Texturenpack. Link ist in der Beschreibung. Und ja, wir wollen jetzt mal weitermachen und unsere Kaktusfarm am besten in den nächsten zwei Folgen errichten. Und unsere grüne Fläche, die wird auch immer besser. Die können wir jetzt auch noch vergrößern. Und was haben wir an Cobblestone? Da haben wir ja wieder Massen an Cobblestone, das ist ja Wahnsinn. Also Cobblestone werden wir auch brauchen. Dann sind wieder Creeper und sonstiges Zeug. Furchtbar. Wir überlegen, was haben wir denn? Holz haben wir noch ein bisschen was da. Den könnten wir aber mal machen. Und eine Baumfarm, die könnten wir auch noch errichten. So, mal überlegen, was ich jetzt mache. Am besten erstmal wieder ein bisschen Cobblestone farmen. Und dieses Texturenpack, das gefällt mir wirklich sehr gut. Also, das ist halt sehr stark ans Normale angelehnt. Nur ist das nochmal ein bisschen verfeinert worden, wie ich finde. Zum Besseren. Das Einzige, was jetzt gewöhnungsbedürftig ist, ist vielleicht die Lava. Aber sonst gefällt mir das Texturenpack echt super. Das nehme ich auch sonst immer, wenn ich spiele. Obwohl ich in letzter Zeit eigentlich nur beim Aufnehmen Minecraft spiele, sonst eigentlich gar nicht. Weil ich einfach nicht mehr dazu komme. So wie früher. Leider. Kann man nichts machen. Ich versuche jetzt mal, dass ich nur eine Spinne hatte. Den Setzling, den tue ich erstmal setzen. So. Ich versuche jetzt mal, so eine Spinne hierher locken zu können, ohne Creeper. So eine Spinne hätte ich nämlich noch gerne ein bisschen Faden. Komm her. So, jetzt hat sie mich gesehen, das ist schon mal gut. Ja. So. So. Da fällt mir gerade auf, dass der Ton ganz leise ist. Und dann ist ja auch noch was mit meinem Fenster gerade offen. So, egal. Das habt ihr alles nicht mitbekommen. Und hier wächst wieder Melone und Kürbis. Was ich vielleicht nicht mit meinem Schwert abbauen sollte. Wäre vielleicht ganz praktisch. So. Müsstet ihr auch schon wieder ein bisschen Ton hören. Sollte das zumindest so sein. Was war das? Bedrock. Ich hab gedacht, da wäre gerade Kohle. Warum auch immer. Das tun wir mal ablegen zu den anderen Sachen. Essen können wir aber trotzdem was. Das sehe ich gerade. Können wir uns einen Bogen machen? Nee, fehlt uns wirklich noch eine Seide. Und Faden, was auch immer. Dann, oh, ein Skelett. Skelette können wir immer gut gebrauchen. Und im Idealfall droppen die ja sogar Bogen. Oh, jetzt kommt auch noch so ein Creeper. Gar nicht gut. Nein, oh Mann, oh. War ein Knochen. Nein. So, die Gefronte sind jetzt aber ungefährlich. Na. So, perfekt, da ist unser Faden. Jetzt auch hier der Zombie. Der droppt nur EP. Also unsere Insel ist noch ziemlich klein, finde ich. Müssen wir noch einiges machen. Und Gold könnten wir uns auch irgendwann mal holen. Und in der Hölle mal weiterbauen. So, aber jetzt baue ich mir mal einen Bogen. Wenn ich noch weiß, wie man den macht. Ich glaube so. Ja, perfekt. So. Haben wir den Bogen, aber noch keine Pfeile. Die Pfeile haben wir jetzt. Gut, was machen wir denn? Was haben wir an Erde da? Haben wir auch noch ein bisschen was? Also eigentlich müsste ich echt noch ein bisschen Cobblestone farmen. Und ich weiß auch nicht, wo ich das hier hinsetzen soll. Also hier mag ich auf jeden Fall mein Haus hinsetzen. Also wird es irgendwann hier wegkommen auf jeden Fall. Die Farm ist da ganz gut so. Da wächst auch alles einigermaßen. Und
Ich hole jetzt erstmal der Hölle noch das Cobblestone, wo ich drankomme an das Cobblestone, genau, Cobblestone. An den Glowstone, wo ich drankomme. So. Und jetzt habe ich eine Errungenschaft. So, weil hier ist ja noch eine Schicht unten drunter, genau. Kann ich das einfach schon mal ohne Bedenken abbauen? So. Habe ich gerade verloren, ja? Ich glaube, ich habe gerade Glowstone verloren. Und hier ist ja nichts mehr unten drunter. Ach, scheiße. Gut, dass ich ohne Cobblestone hingekommen bin. Super. So. Macht nix. Ich frage mich echt, wie wir an das andere Glowstone kommen sollen. Das ist noch ein Rätsel. Ein ganz gewaltiges. So, da ist noch ein Glowstone-Staub. So, kriegen wir nochmal 5. Und dann hole ich noch schnell den anderen. Das kann man ja schnell machen. Ich kann auch gleich eine Treppe dahin bauen. So. Soll's. Sicher ist sicher. Und ich mag jetzt mehrere Sachen eigentlich gleichzeitig machen, aber ich muss das jetzt irgendwie aufteilen. Also was wir jetzt definitiv brauchen ist Cobblestone, da führt kein Weg dran vorbei. So. Ja. Vergessen wir das Cobblestone unten drunter. Wir bauen dann hier irgendwann eine Plattform. Und jetzt gehen wir erstmal zurück. Denn in der Hölle kriegen wir dann auch das ganze Gold her, was wir brauchen für unsere Aufgabe. Von dem Monster da. So. Cobblestone. Das brauchen wir jetzt. Ja. Ich farm es jetzt einfach mal ab. Macht ja nichts. Und ich bin jetzt auch echt mal gespannt, wann letztendlich das Update 1.5 rauskommt. Also diese Aufnahme nehme ich gerade am 12.02.2013 auf. Also eine recht aktuelle Aufnahme, wenn ich sie hochlade. Und die haben ja schon gesagt, Ende Januar, Anfang Februar soll der 1.5 rauskommen. Mit dem ganz großen Redstone-Update. Sieht man aber noch nichts von. Dafür, dass es Anfang Februar, Ende Januar rauskommen sollte. Und ich hoffe einfach mal, weil die haben gesagt, dass also die Redstone Maschinen nicht mehr so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren. Das war ja schon mal so, dass sich dann einiges geändert hat nach 1.8. Und ich hoffe zumindest, dass so ein paar Ursachen vom Redstone auf jeden Fall bleiben, wie den Timer. Den finde ich ganz wichtig. Oder so ganz einfache Prinzipien, wie ich euch auch schon beim Redstone-Tutorial gezeigt habe, so was ich da gebaut habe. Dass einfach so Grundlagen bleiben. Und wenn nicht, kann man auch nichts dran ändern. Auf jeden Fall gibt es dann wieder ganz neue, viele Redstone-Tutorials von mir. Ich habe jetzt gedacht, bis zum Redstone-Update gibt es jetzt kein Redstone-Tutorial mehr von mir. Außer es kommt diesen Monat gar kein Redstone-Update. Dann wird es Ende Februar, Anfang März auf jeden Fall Redstone-Tutorials wieder geben. Und ich werde dann es so machen, dass ich am Montag Skyblock hochlade und Redstone und ein Redstone-Tutorial. Also Skyblock mag ich, dass es jeden Montag kommt auf jeden Fall. Und dann halt so Nebensachen wie Redstone Tutorial oder Tekken Tutorials. Oder auch eine Adventure Map, wenn mir dann mal wieder welche geschickt werden. Die könnt ihr mir übrigens auf meiner neuen Webseite schicken. Habe ich auch noch kein Infovideo zu gemacht. Mache ich auch wahrscheinlich nicht. Die Beschreibung ist, der Link ist auf jeden Fall auf meinem Kanal rechts. Wie meine Adventure Map, die ich selbst gebaut habe, der Lapis des Lebens. Und so Sachen halt, ne? Und was ich jetzt auch noch am Anfang bin, ist jetzt ein Live-Programm, was ich einmal oder zweimal im Monat machen werde vielleicht. Aber das steht noch in den Sternen und in weiter Zukunft. Sagt man das so, weiter Zukunft? Weiß ich gerade nicht. Steht noch in den Sternen, sagen wir es mal so. Gut, jetzt mag ich meine Kaktusfarm bauen. Und da muss ich mir gerade überlegen, wo die denn hinkommt.
Ja, wo kommt die hin? Hier kommt die Hauptinsel hin und da kann ich jetzt nicht viel machen. Ich werde es jetzt einfach mal so machen, dass ich... Ich baue die jetzt einfach mal hier lang weiter. So. Ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. So, da habe ich drei, da habe ich drei. Perfekt. Dann ist das schon mal richtig. Gibt ja ganz viele, die da ganz genau Wert drauf nehmen, dass das hier die gleichen Abstände hat. Mir fällt gerade die Bezeichnung leider nicht ein. Symmetrisch, genau. Dass alles symmetrisch gebaut ist. So, hier könnte ich jetzt meine Kaktusfarm draufsetzen. Sieht aber auch blöd aus, glaube ich. Obwohl. Ne, ich baue dann da Stufen hin, dann kommt hier der Sand drauf. So, dann mache ich das hier noch ein bisschen größer. So, das müsste reichen. Der Zuckerrohr, der wächst irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Habe ich auch keins mehr. So, dann brauche ich Cobblestone-Stufen. So. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, wie das aussieht. So. Dann habe ich mir gedacht, hier den Sand drauf. So. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich wollte hier Cobblestone außenrum. So. Mehr Sand bekommen wir eh nicht mehr. Gut. Reicht genau alles. Ja, ich glaube, das sieht so ganz gut aus. So, dann wachs mal Kaktus. Ich glaube, die brauchen noch gar nicht Licht oder sowas. Das brauchen die nicht. Glaube ich zumindest mal. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so die beste Lösung jetzt. Ja, sieht ganz gut aus. Und dann möchte ich hier... Hier ungefähr mag ich meine Tierfarm hinbauen. Ja. Muss ich nur überlegen, wie ich das jetzt da hinten hinbekomme. Wo ich das jetzt einfach alles so drüber baue. Wahrscheinlich ist das das Beste. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja, zur nächsten Folge werde ich wieder ein bisschen Cobblestone farmen, da habe ich jetzt ein bisschen Zeit dafür. Und ich habe überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Habe ich jetzt nicht so den Plan dafür. Und wir könnten aber jetzt mal wieder ein bisschen Holz farmen. So. So ein bisschen. Und ein Zeppelin brauchen wir wieder. So, da habe ich halt am meisten Angst vor, dass ich keine Zeppelins bekomme. Aber einen habe ich schon mal, sogar zwei hintereinander. Gut, dann ist das schon mal gut gelaufen. Und den Baum können wir auch direkt abholzen. Aber wenn ich jetzt noch ein Zeppelin bekomme, das wäre mir ganz lieb. Ja, weil sonst... Ich brauche mal irgendwie einen Zeppling-Vorrat. Weil es kann ja sein, dass ich nur so ganz knapp dann mit den Zeplings auskomme. Sondern es ist auch schlecht, wenn ich mir eine Farm aufbauen möchte. Ich lasse es jetzt einfach mal hier so runtertroppen. Vielleicht ist es dann besser. Vielleicht. Ah, da ist schon einer. Da habe ich noch einen gesehen. Da. Gut, jetzt habe ich mal wieder ein paar. Immer gut, wenn man es drauf anspricht, das Holz. Ne? Dann kriege ich auch das, was ich will. Letztes Mal habe ich die ganzen Äpfel bekommen. Werkzeug muss ich mir auch leider wieder alles machen. Demnächst, na, da war gerade ein Zeppelin runtergefallen. Schade. Ah, doch nicht. Den kriegen wir sogar noch. Perfekt.
Und dann muss ich auch noch den Cobblestone-Generator nach oben verschieben. So, oh, noch ein Sapling. Warum nicht von Anfang an so? Warum? Echt dappig, weil dass ich damals cheaten musste, das hat mich echt genervt. Aber gut, jetzt werden wir wahrscheinlich nie wieder cheaten müssen für Saplings. Oder allgemein wollte ich sowieso nicht machen. Aber ohne ein Sapling hätte ich ja nicht weitermachen können. Leider. So. Gut, jetzt haben wir ein paar Saplings wieder, das ist toll. 5 Saplings und ein Birkensetzling. Und dann kommen jetzt auch wieder Monster. Können wir unser Bogen mal ausprobieren. Und dann muss ich Cobblestone abbauen. Ja. Also bis zur nächsten Folge habe ich genug Cobblestone. Denke ich mal, 3-4 Stacks würden da erstmal reichen. Und dann fangen wir an, mal wieder richtig zu bauen hier, dass mal wieder was Spannendes passiert. So. Und zuerst mache ich jetzt so, dass hier die Plattform größer wird und hier auch die Erde nach da hinten verschoben wird. Deshalb vergrößere ich das hier einfach erstmal so grob. Wird später natürlich noch schöner gemacht. So. Und vielleicht klappt das so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich denke aber mal, dass das so überspringt. So, Monster sind jetzt auch da. Erde legen wir schnell weg. So. Komm her, Spinne. Hast du keine Freunde mitgebracht? Nein. Gut. Das war jetzt ein Satz mit X. Und wegen Essen brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr zu machen. Da haben wir jetzt wirklich genug an Melonen. Ich hoffe nur, dass jetzt demnächst irgendwann auch dann Tiere spawnen, wenn wir dann die Plattform errichtet haben. Und eine Monsterfalle muss ich auch noch bauen. Also wir haben doch wirklich jede Menge zu tun. Und dafür brauchen wir leider auch noch jede Menge Cobblestone. Leider. Und ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal den Part hier an sich. Und in der nächsten Folge geht es dann richtig weiter. Bis dahin, ciao, euer Mystery.